Herzlich willkommen zu unserem Kurs Plotstrukturen zur fünften Einheit. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Im letzten Video hatten wir Möglichkeiten kennengelernt, sich viele kleine Geschichten zu erfinden. In diesem Video lernen wir eine dritte Möglichkeit kennen, sich einen Plot zu strukturieren. Das Modell dazu nennt sich Rubicon-Modell. Wer das Rubicon-Modell bereits kennt, wird sich wundern. Es ist eigentlich ein Modell, um das Wechselspiel zwischen Motivation und gewollter Handlung zu erklären, kein Modell, um damit Geschichten zu strukturieren. Oder doch? Nun, wahrscheinlich werde ich hier kein Modell vorstellen, das nichts mit Plotstrukturen zu tun hat. Wir schauen uns einfach erstmal das Modell etwas genauer an und dann klären wir die Frage, wie uns das beim Plotten hilft. Die beiden Psychologen, denen wir dieses Modell verdanken, heißen Heckhausen und Gollwitzer. Das wichtige Buch ist im Springer Verlag erschienen und heißt ganz schlicht Motivation und Handeln. Wir schauen uns dieses Modell in diesem Video in seiner Grundstruktur an und dann besprechen wir ein paar Feinheiten, die einzelnen Elemente und die Möglichkeiten, damit Geschichten zu strukturieren, in den folgenden Videos. Hier also das Rubicon-Modell erstmal ohne Beschriftungen. Wir sehen zunächst vier Phasen, die hintereinander folgen. Wenn ihr nach diesem Modell, also dem Rubicon-Modell, googelt, werdet ihr die tollsten Abwandlungen finden. Da hat es mal drei Phasen, mal fünf Phasen, dann gibt es komische Schleifen da drin und niemand weiß so genau warum. Wir verwenden das Original, vier Phasen und erstmal keine mehr und keine weniger. Unsere erste Phase nennt sich das Abschätzen. Was schätze ich ab? Welches Motiv ich haben möchte? Ein Motiv ist dabei eine Idee von einem Ziel. Das hört sich komplizierter an, als es tatsächlich ist. Machen wir uns das an einem Beispiel klar. Sabine hat Hunger. Sie schätzt nun ab, wie sie auf dieses Bedürfnis reagieren könnte und ihr kommt die fabelhafte Idee, indem sie etwas isst, zum Beispiel ein belegtes Brot. Okay, dieses Beispiel ist etwas albern. Es zeigt uns zwar, dass das Rubicon-Modell auch bei ganz einfachen Handlungen funktioniert, aber das gibt uns vielleicht noch keine Idee, wie wir das in einer großen Geschichte auch nutzen können. Deshalb ein anderes Beispiel. Ein junger Mann mit einer sehr unglücklichen, von Gewalt geprägten Kindheit sucht nach einem festen Platz im Leben, nach einer seelischen Heimat. Nun kann er darauf natürlich nicht so leicht ein Motiv draufsetzen, wie das unsere Sabine mit dem Hunger gemacht hat. Er muss also abschätzen, wohin er sich entwickeln will. Und jetzt hat er die Idee, Grafiker zu werden. Es braucht uns jetzt nicht zu interessieren, ob das tatsächlich für ihn günstig ist, ob er dort seine Heimat finden wird in diesem Beruf. Wichtig ist erstmal, dass er diese Idee hat, dieses Motiv. Laut Heckhausen und Gollwitzer überschreitet er damit einen Rubikon, also eine Grenze, die man schlecht zurücküberqueren kann. Nun kommt die nächste Phase, das Planen. Sabine plant jetzt, in die Küche zu gehen, sich ein Stück Brot abzuschneiden, dieses mit Butter zu bestreichen und mit Käse zu belegen und dann natürlich zu essen. Doch natürlich plant sie das nicht im vollen Sinne dieses Wortes. Diese Handlung ist ja so automatisiert, dass sie weiß, was sie zu tun hat, ohne darüber nachzudenken. Unser junger Mann dagegen muss erst mal sehen, wie er es schafft, ein Studium in Grafikdesign zu beginnen. Das heißt, er muss planen, an welche Hochschule er geht, wie er sein Studium finanziert, wo er wohnen möchte, eben all diese vielen kleinen Dinge, die dazugehören, um ein großes Motiv zu verwirklichen. Am Ende der Planungsphase steht ein Plan. Was folgt? Klar, jetzt muss der Plan umgesetzt werden. Es folgt die Handlung. Das ist die dritte Phase. Wenn wir davon ausgehen, dass der Plan gut umgesetzt werden kann, dann erreicht der Handelnde sein Ziel. Sabine hat ihren Hunger gestillt und unser junger Mann ist tatsächlich Grafikdesigner geworden. Es folgt unsere letzte Phase, die Phase des Bewertens. Der Handelnde blickt zurück auf den Verlauf, bewertet seine Planung und einzelne Handlungsschritte, was gut verlaufen ist, was nicht so gut verlaufen ist und ist dementsprechend zufrieden oder unzufrieden. Soweit, so gut. Gilt dieses Modell nun tatsächlich für jede Motivation? Ich stelle mir gerade eine junge Mutter mit einem dreijährigen Kind an der Kasse eines Supermarktes vor. Das Kind ist mitten in der Trotzphase. Das Kind sieht irgendwelche Schokolade im Regal herumliegen,
und fängt an zu nörgeln. Wenn dieses Kind tatsächlich abgeschätzt und geplant hat, dann waren diese beiden Phasen extrem kurz. So kurz, dass niemand sie wahrgenommen hat. Trotzdem hat dieses Kind natürlich einen Plan. Es weiß anscheinend schon irgendwie, dass es sich nicht einfach Sachen aus dem Supermarktregal holen darf, sondern nur seine Mutter. Das heißt aber auch, dass es seine Mutter dazu bringen möchte, und das genau ist der Plan, dieses Produkt einzukaufen. Ziel ist natürlich, dann diese Schokolade zu essen. Das Kind allerdings hat hier einfach nur ein Verfahren erlernt, um sein Ziel zu erreichen. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich bewusst Gedanken darüber gemacht hat, wie es die Mutter zum Kauf bewegen könnte. 12 Jahre später können wir von demselben Kind ganz andere Vorgehensweisen erwarten, und dazu gehört eine ganz andere Art und Weise, zum Beispiel der Mutter plausibel zu machen, warum gerade jetzt dieses T-Shirt oder diese Konzertkarte wichtig ist. Es kann also durchaus vorkommen, dass einzelne Phasen nicht beachtet oder vergessen werden. Kleine Kinder sind natürlich noch so von ihren natürlichen Instinkten bewegt, dass eine bewusste Planung nicht stattfindet. Und es soll ja Menschen geben, auch erwachsene Menschen, die nach einer Handlung vergessen, darüber nochmal nachzudenken. Dann fällt die Bewertungsphase weg. Bevor wir uns das Ganze jetzt für Geschichten ansehen, machen wir eine Pause. Eure Aufgabe ist diesmal, euch das Rubicon-Modell zu nehmen, so wie ich es bis jetzt vorgestellt habe, und jeden Tag 3 oder 4 alltägliche Handlungen aufzuschreiben. Welche Handlungen auch immer das sind, ob ihr euch einen Kaffee macht, ein Buch lest, euch mit Freunden trefft, Fußball spielen geht, eure Mutter anruft und so weiter und so fort. Bestimmt die 4 Phasen, euer Motiv, euren Plan und das Ziel. Wir machen im nächsten Video weiter mit einigen Geschichten aus bekannten Büchern und dem Rubicon-Modell. Mein Name ist Frederik Weitz, ich bin Textcoach und freier Autor und führe euch durch diesen Kurs. Wir hören uns in dem nächsten Video wieder.